Willkommen zurück zu Dynasty Warriors 3. Es geht weiter mit der Wu Story. Im letzten Part haben wir wieder Lubu besiegt. Und jetzt geht es weiter mit der Schlacht von Chibi aus der Sicht der Wu-Truppen. In der Tat ist die Schlacht von Chibi nochmal etwas anders, wenn man auf der Seite der Wu-Truppen spielt, als auf der Seite der Shu-Truppen, obwohl sie eine Allianz haben. Es ist nochmal anders, andere Zwischensequenz und naja, es liegt halt wirklich der Fokus auf dem Wu-Truppen und nicht auf den Shu-Truppen, nicht auf das Windgebet von Zhuge Liang. Deswegen starten wir doch mal. Schlacht von Chibi, Winter 208 nach Christus. Seid nicht zu überschwänglich. Zhuge Liang. Der Wind. Wie creepy er da stand. What? Aber ihr habt schon gesehen, Huagai bestückt das Boot mit Stroh. Er hat ja den Feuerangriff eingeleitet. Er hat dieses kleine Strohschiffchen gesteuert und in Brand gesetzt. Er hat es in Brand gesetzt, nachdem dieses Schiff halt die große Armada von Zhao zerbrüht hat. Und dann, ja, entflammt halt die gesamte Armada von Cao Caos Truppen. Warum breitet sich das Feuer so krass aus? Wegen den Nordostwind, den Zhuge Liang beschwört hatte, und weil Pang Tong sie als Spion in Cao Caos Rängen eingeschlichen hat und die Schiffe aneinander gekettet hatte. Gut, Waffe. Soll ich jetzt mal den weißen Tiger nehmen? Ich weiß ja nicht. Freunde, wisst ihr was? Ich nehme den nicht. Ich finde diese Waffe so geil mit der Musuru zu erreichen plus Angriff plus 25 und alles. So gut die Waffe. Dabei bleibe ich auch. Und auch beim Picken wachen. Zauzer muss natürlich besiegt werden und Sun Jian darf nicht sterben. Wieso ist jetzt schon wieder Sun Jian? Normalerweise ist es doch so ein Qual. Was soll denn der Scheiß? Naja, ich kann es nicht ändern, Freunde. Es ist halt jetzt immer Sun Jian. Ich weiß nicht, woran das liegt. Aber okay. Hier haben wir Ganning. Hier tausche ich sie. Zhou Tai, ja, nice. Okay. Hier haben wir Cao Cao, Shao Yuan, Xuan, Zheng Liao, Cao Pi, Yue Jin, Li Din und Dian Wei. Um Dian Wei werde ich mich jetzt kümmern. Die Truppen der Verbündeten siegen über Dong Zhu. Doch die Han-Dynastie hat bereits ihre Macht verloren. Jeder einzelne der Anführer der Verbündeten zieht mit dem Gedanken heimwärts, seine eigenen Träume von Macht in die Wirklichkeit umzusetzen. Im Jahre 208, nachdem er die Ländereien von Huawei eingenommen hat, konzentriert Cao Cao seine Bemühungen in Richtung Süden. Als er in die Ying-Provinz einfällt, zieht er nach Jiangdong, dem Herzstück der Macht der Sun-Familie. Schwankend zwischen Aufgabe und Kampf fällt Sun Jian eine Entscheidung. Das Schicksal der Wu hängt von einer Zusammenarbeit mit Liu Bei ab. Cao Caos Flotte nähert sich Jiangdong und bereitet sich auf den ersten Schlag vor, als Su Yu und die anderen an einem Gegenschlag arbeiten. Genau. Und jetzt werde ich mich hier dieser riesigen Armada von Cao Cao stellen. Mit einer guten Strategie kann man alles schaffen. Zhangsha Distrikt Chibi. Zhuge Liang mit seinem Windgebet und ich, der sich Dian Wei stellt. Los geht's. Werde ich jetzt alle ignorieren, direkt diesen Dian Wei ausschalten. Und dann gucken wir mal, wen wir da supporten. Ich werde dich eigenhändig vernichten. Ich dachte mit anderen Händen. Nimmst einfach Cao Caos Hand. Und dann hast du mich mit Cao Caos Hand besiegt. Wäre doch auch mal was, oder? Muss doch nicht eigenhändig sein. Okay, lass mal die Trollerei und besiegen die Away. Es ist wahrscheinlich nicht ganz so easy. Und er leistet eine sehr gute Gegenwehr bis jetzt. Eieiei. Ich dachte, das kann ich punishen, ne? Aber das. Tschüss. Wieso habe ich jetzt eigentlich so komische Wachen?
Ich aus Versehen andere Waffen eingestellt. Ärgerlich. Kann ich aber jetzt nicht ändern. Müssen wir durch. Das sind aber so ganz komische Wachen, ey. Und die kaiserlichen Wachen, soweit ich weiß. Naja, können halt gar nichts. Ich die jetzt nicht ausgerüstet habe. Ich glaube, die haben erste Waffe und keine Items und so. Das wirst du bereuen. Rückzug. Ich kann auch ohne Leibwächter hier gut durchkommen. Dude, soll ich Ganing helfen? Nein, ich werde Tai Chi Si lieber erstmal helfen. Und dazu begebe ich mich in den Osten. An die Küste von Chibi. Jetzt müssen wir leider erstmal wieder diese ganzen Schiffe überqueren. Ist immer relativ nervig. Chibi ein sehr großes Schlachtfeld ist. Aber okay, mit Red Hair sind wir da ja relativ schnell. Joyu, reiß dich zusammen, das kriegst du auch hin. Tai Chi Si, der braucht jetzt aber erstmal Hilfe. Ich habe das nur so in Erinnerung, dass der sehr, sehr schnell immer stirbt. Und deswegen werde ich mich jetzt hier in den Osten begeben und ihn sofort unterstützen. So, vom Deck bitte. Und da sind wir auch schon. Wenpin. Ein Offizier von Liu Biao, der sich Cao Cao angeschlossen hat. Den Liu Biao gestorben ist. Und Liu Zong, sein Sohn, kapituliert hat. Und die. Easy. So, dann schauen wir mal kurz. Wo ist denn Xu Wang? Ich möchte jetzt eigentlich nur Xu Wang besiegen. Dann wieder das Weite suchen. Und dann wahrscheinlich Zhu Liang und Ganing ein bisschen aushelfen. So. Wo ist er denn? Ja, wo ist er denn, der Xu Wang? Wo ist er denn? Hier irgendwo. Cao Cao haben wir noch. Ist mir jetzt egal. Cao Cao interessiert mich nicht. Sehr schön. Der Wind wurde schon mal umgelenkt. Jetzt. Zuge Liang. Er ist ein Teufel. Er hat uns den Arsch gerettet, Zhouyu. Jetzt kann Huan Gai dieses Strohboot dahin lenken und in Flammen aufgehen lassen. Ja, Huan Gai, beginne mit dem Plan. So. Cao Cao, du interessierst mich nicht. Zeig mir, was du kannst. Show me your moves. Das hat schon mal so ein Captain gesagt. Deckt Huan Gai. Ah, wenn du meinst, mich hier für punishen zu können, hast du dich geschnitten. Das ist nämlich jetzt nicht direkt in die Fuhle. Ah, Mann, ey. Fliegt direkt zum Boden, der connectet manchmal nicht richtig. Lumeng, was ist da los, ey? Nee, keine Chance. Ich kann hier nichts machen. Ich schaff's einfach nicht. Zu stark, wenn du alleine bist. Natürlich, ich sieh's drum, woran singen. Ich kann dir nicht helfen, mein Freund. Ah, doch, wenn hier Leben drin ist. Wenn hier Leben drin ist, komm schon. Es ist Leben hier drin gewesen. Sehr gut. Zeit für einen Gegenangriff. Wow. Die normalen Truppen. So stark. Komm, besiegen wir doch erst Cao Cao. Weil die Moral ist einfach zu hoch. Xu Wang ist unaufhaltbar. Und da habe ich ihn jetzt im Wushu. Ich weiß nicht. Steigt hier überhaupt nicht mehr durch. Ist einfach zu viel los. Schön über seine Angriffe rübergeschwommen. Boah, hier ist viel zu viel los. Wie soll ich das denn schaffen, Freunde? Mir hilft hier keiner. Aber verschicken! Ah, ich hab verkackt. Oh, das sind zu viele. Ich kann nicht gewinnen. Ich muss mir so viele Latten wie möglich hier vom Leib erst halten. Ich muss sie jetzt alle erst besiegen, damit ich eine Chance habe, gegen Zugang zu bestehen zu können. Ansonsten sehe ich da keinen Funken vor Hoffnung. Wieder Musu aufgeladen. Das ist das Schöne, wenn viele Gegner auf einmal sind. Vielleicht kann ich hier jetzt kombonieren. Ja. Jetzt sieht das schon besser aus. Ja, sehr schön. Voll Musu abgekriegt. Der Saftsack. Scheiße. Ah, der heilt sich wieder komplett. Ich kann hier nicht gewinnen. Ich kann das nicht schaffen. Wie soll es gehen? Fragt euch jetzt hier an dieser Stelle, was soll ich machen? Was soll ich mal, um diese zwei Typen hier vom Leibe zu halten?
Okay, der ist schon mal besiegt. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Einen Offizier besiegt. Passiert sowas wie ähnlich nochmal. Ich schau eher besiegen müssen. Zu zweit sind die einfach noch gefährlicher. Ich dachte, ich kann Zuhörer einfach so gerade schnell besiegen. Nee. So leicht ist das nicht. Okay. Jetzt habe ich mal gewonnen. Und das ist dein Untergang, mein Freund. Ja, jetzt stirbt Ganing. Ich kann es nicht ändern. Ich habe hier viel zu lange gebraucht. Ich wollte jetzt schon wieder bei Ganing sein. Beeindruckend. Leb wohl. Ja, du warst auch nicht schlecht. Muss ich wieder zugeben. Habe einen Offizier besiegt. So, da haben wir Red Hair gepackt. Das sieht gar nicht so gut aus. Ja, Ganing, ich kann dich nicht mehr retten. Du bist tot. Sorry. Ja, das waren wir jetzt hier. An dieser Stelle sehr wichtig. So. Ja, ich versuche natürlich mein Bestes jetzt gar nicht noch zu retten, aber ich denke, da wird nichts mehr zu machen sein. Weil der Weg einfach viel zu lang ist. Ah, ja. Feindlicher Offizier ist auf jeden Fall noch nicht bei Ganin. Und ich habe mich schon wieder hier verlaufen oder verritten, eher gesagt. Ach man, ey, diese Schiffe, die sind so verzwickt. Chibi könnte man auch als Labyrinth durchgehen lassen. Ne, ganz im Ernst. Schon ein bisschen verwirrend aufgebaut. Nichts wie los. Ganing! Ich komme, um dich zu retten, mein Freund, mein Pirat. Du kannst dich doch nicht auf den Gewässern besiegen lassen. Du warst mein Pirat. Eieiei. Ich muss es schaffen. Ich muss das schaffen. Bin so nah dran. Ganing, nur noch eine Minute. Halte durch. Jetzt ist da noch Yujin. Ich kann sie ändern, teile ich sie. Sie sind gewaltig. Der Zugang schon vom Leibe gehalten. Der musste das jetzt hinkriegen, ganz ehrlich. Das ist mir erstmal Ganing wichtiger. Und nicht von meiner Hilfe profitieren können. Gut. Da er scheinbar noch nicht in Danger ist. Sollte hier ein leichtes Spiel haben. Sie waren etwas geschwächt. Aber jetzt bin ich ja da, mein Freund. So. Ja, ich frage mich immer, wo Shao Yuan ist. Ach, du bist gar nicht so weit entfernt. Super. Ich noch diese Lappen hier besiegen. Suran hier ein leichteres Spiel hat. Dann werde ich mich auch direkt um Shao Yuan kümmern. So, ich denke, das sieht schon besser aus. Oh, der hat so viel Leben verloren, der Arme. Lasst ihr Ruhe, ihr Säcke! Ah, und jetzt kommt Asch. Ne, es ist Zhao Ren. Ach, Zhao Ren und Shao Yuan. Oh mein Gott! Was soll man das denn schaffen? Die Entwickler spielen doch! Beide auf einmal! Was ist denn für eine Zumutung hier? Erstmal wieder ein paar Lappen hier besiegen. Oder zumindest schon mal schwächen. Sehr schön, dass ich jetzt hier die Rüstung des Kriegsjuhans gefunden habe. Ich hier bestimmt den einen oder anderen Treffer abkriegen muss. Getümmel. Das sieht gar nicht so gut aus. Und das war's mit Zhao Ren. Das war easy. Ich bin gerade so nebenbei besiegt. Toll, der blockt alles hier. Naja, gut, dass ich die Rüstung des Kriegsgottes habe. Oh, gut, dass ich sie habe. Es hätte schon so viel Schaden gemacht. Das ist unglaublich. Super, Zuran hat sich geheilt. Nerv nicht. Nervt mich einfach nicht. Tust du mir den Gefallen? Hatayshi, sie wird verrecken. Ich kann sie ändern, wenn er so schlecht ist. Oh mein Gott. Komm, greif an. Eieiei, böse. Aber er hat kein Follow-up gemacht. Oh nein, ey. Ach du Scheiße, das ist ja... Boah, ist der gut. Also die Gegner sind jetzt echt saustark geworden. Und die. In dem Moment, wo Shao Yuan gestorben ist, entflammen die Schiffe Zauzaus. Du bist ein Narr, wenn du mich verspottest. Mein Narr kann er nicht sein, denn er hat es geschafft, deine gesamte Flotte zu verbrennen. So. Das sollte nicht sein. Oh, doch. Gehe mit den brennenden Schiffen unter, mein Freund. Einen Offizier besiegt. So, jetzt können wir uns auch um diesen einen kümmern. Ich weiß nicht, wer es ist. Li Din vielleicht. Sie alle zusammen. Der da ein bisschen Zhou Yu auf den Sack geht. Bleibt zusammen.
Was hat er gesagt? Haltet sie alle zusammen, bleibt zusammen. Voll doppelt gemoppelt irgendwie. Naja. Ach, Mann. Lass mich doch einfach nicht rein. Ich will doch ja nichts von euch. Ist das denn jetzt? Aber ich glaube, der flieht auch. Nee, Lidin ist da oben. Zhao Pi wäre das gewesen. Okay. Den werde ich mir auf jeden Fall jagen. Ich werde ihn mir zur Brust nehmen. Ah, der ist jetzt hier auf dem nächsten Schiff. Also, let's go. Ah, hier komme ich nicht drauf. Muss einen anderen Weg finden. Ärgerlich. Ah, hier. Okay. So, mein Freund. Du wolltest also Zhou Yu töten. Das werde ich verhindern. Oh Gott. Wieso sind die alle so feige und lassen sich von 1 Milliarde Lappen hier beschützen? Ganz ehrlich, ey. 1 gegen 1 traut sich keiner. Yujin zieht sich zurück. Sehr schön. Jetzt mal die Wachen besiegen. Wisst ihr, wie nervig das sein kann? Immer von Wachen supportet werden. Eine Combo machen will und dann schlägt mich einer und Combo wird unterbrochen und dann kann Zhao Pi mich in diesem Falle angreifen. So, jetzt aber 1 gegen 1. So will ich das sehen. Nein! Tja, ist ja so gedacht, dass du mich jetzt hier siegen könntest, aber letzten Endes drin für heute und auch wieder ich. Ich habe einen Offizier besiegt. Ah, Mann. Nicht mal den Major mit einem Hieb down. Einer Kombo. Bungai wurde besiegt. Aha, von Zhao Pis Truppen. Mhm. Seems legit. So ein Schwachsinn mit aber. War auch überhaupt nichts. Naja, kannst du hier ändern. Immerhin hat er Zhao Zhaos Schiffe in Flammen gesteckt. Brand gesteckt. Und deswegen ist das jetzt erstmal egal. Ein Jian Qin. Ich kann es hier ändern. Tai Chi Si wird auf jeden Fall sterben. Ist mir jetzt auch wirklich egal. Ich war da mal einmal. Ihn gut supportet. Ne, jetzt stirbt es mir jetzt echt sowas von egal. Ich werde jetzt hier erstmal mich vorankämpfen. Zheng Liao. Das ist mein nächstes Ziel. Du solltest dich nicht so auf Sterben freuen. Ich freue mich ja gar nicht. Ich freue mich nur, dass du gleich stirbst. Aber mir ist aufgefallen, die haben immer andere Texte, die sie sagen. Das finde ich sehr schön. Das sind da nicht immer das gleiche Klappern. Ding Feng wurde besiegt und Tai Chi Si ist auch weg, ne? Nee, noch nicht. Noch nicht. Junge. Das sind ein paar Pussys hier, diese Wei-Truppen. Von 1 Milliarde Typen lässt er sich beschützen. Räumen wir ein bisschen auf. Kein Problem mit. Absolut nicht. Jetzt kommen noch Verstärkungstruppen für Zhao Zhao, ne? Nee, das sind die Schuhtruppen. Sehr gut. Zhao Zhao bekam auf jeden Fall auch nochmal Verstärkungstruppen, das weiß ich noch. Was? Suge Liang, Sie waren darauf vorbereitet? Ich werde doch nicht sterben. Schade. Ich habe einen Offizier besiegt. Und ich werde auch noch nicht sterben, denn du hast hier an dieser Stelle versagt, mein Freund. Lass euch nicht von Shu besiegen. Ja, wieso von Shu besiegen? Wir sind eine Allianz, du Vollpfosten. Dieser Sieg wird Wu gehören. Der Sieg wird uns beiden gehören. Und so, wir schlagen diese große Übermacht hier. Hättest du Lusu nicht gegeben, hättest du gemeinsam mit Sun Quan aufgegeben, du Lappen. Hat sich Zhao Zhao ergeben. Also sei auch froh, dass es so gut läuft, dass wir die Schuhtruppen auch an unserer Seite haben. Vollpfosten. Red Hair, weiß ich jetzt nicht mehr, wo ich es abgestellt habe. Ist jetzt egal. Ich werde mich jetzt sowieso gleich um Zhao Zhao kümmern. Verstärkung! Verstärkt den Angriff! Genau, an diese Zwischensequenz hatte ich eben gedacht. Wave-Verstärkung ist nämlich jetzt gekommen. Sie haben immer noch mit so viele Truppen. Jiaxu, glaube ich, ne? Nix und Yu, okay. Verzagt nicht!
Wir haben immer noch die Oberhand. So ist es. Das sieht man da oben an der Moralanzeige. Wenn Taishi sie gleich stirbt. Und mir das sowas von egal ist. Nicht aufhalten. So, Zoxiu. Ah, nerv nicht. Drecksack. Fängt schon gleich mit so einem krassen Shit an. Aber nicht mit mir. Deswegen habe ich mir extra diesen Musu hier gespart. Direkt die Hälfte weg mit dem wahren Musu-Schaden. So, er steht. Ah! Boah, konnte der sich wieder schnell bewegen. Wow. Wow, wow, wow. Schon wieder so viele Gegner. Ja, aber schnell besiegt eigentlich. Es ging. Und die anderen sich mehr gewehrt. Weil er ziemlich schnell und aggressiv vorging. So, Leben wieder erholt. Es ist hier viel zu viel los. Wo sind noch Truppen? Also feindliche Offiziere, die ich besiegen sollte. Oh Gott, hier erstmal. Muss er aufräumen. Haltet durch, bis die Verstärkung kommt. Das ist aber keine Verstärkung. Jedenfalls nicht von mir. Ah! Pech gehabt. So, hier haben wir Xuxu. Müsste Xuxu sein. Nee, es ist Xunyu. Achso, das ist dieser Verstärkungsfuzzi. Hä, gibt's gar nicht Xuxu? Ach, der ist wahrscheinlich Unteroffizier von Cao Cao, ne? Nee. Hä, wo ist Xuxu? Der war sonst dabei. Dann halt nicht. Kann sich ändern. Xunyu ist ja easy. Guck mal, wie wenig Leben der nur hat. Das war ja easy, easy, easy. Ich habe einen Offizier besiegt. Leichter geht's ja gar nicht mehr. Gut, Yaksu zieht sich jetzt endlich auch zurück. Gut, dann werde ich mich jetzt um Lidin kümmern. Taishi Xi ist, glaube ich, jetzt endlich mal besiegt worden. Mann, hat er mich angekotzt. Verstärke, verstärke, verstärke. Ich kann gar nichts, ich kann gar nichts. Mir wurde schon die schlimmste Arbeit abgenommen, nicht Xu Huang zu besiegen, aber trotzdem verkacke ich noch. Bin ein Opfer. Deswegen habe ich ihn nicht gerettet. Ganz ehrlich, wer sich nicht mal ein bisschen Mühe gibt. Oh Gott, Armbrustschützen jetzt schon. Meinetwegen. So, was seht ihr? Er ist besiegt. Wie schade. Not. Ach, kommt schon. Ich mache hier aber auch den krassen Alleingang seit mehreren Jahren, ey. Lol. Dass ich damit jetzt auch auf die Nase falle, weil easy ist das nicht. Oh, ein bisschen Leben, mal, ey. Würde mir ganz gut tun, ich meine ja nur. Deswegen lasse ich das jetzt auch, werde Cheng Yu jetzt hier stehen lassen. Ah, die möchte ich aber schon besiegen, diesen blöden Bogenschützen. Aber wie gesagt, den lasse ich jetzt hier erst. Werde mich um Lidin kümmern. Denn Lidin räumt schon mächtig auf. So, der muss doch hier sein. Genau, da haben wir noch schon. So. Nun zu dir. Boah, der viel Moral. Fuck. Kriegen wir mal hin. Ist bereits schon die Hälfte weg. Ah, Zao Cao will wieder fliehen. Naja, wenn er flieht, haben wir automatisch gewonnen. Also so schlimm ist das nicht. Und die. Nee, reicht noch nicht ganz. Und friss. Ja, leider nicht. Sehr schön. Den haben wir abserviert. Doch jetzt frage ich mich, sollten wir tatsächlich uns noch um Yue Jin kümmern oder nicht? Naja, ich glaube nicht. Lassen wir da einfach stehen. Aber wenn er sich Sun Jia nähert, dann sollten wir ihn schon besiegen. Das wird dann zu risky. Aber der ist noch meilenweit von Sun Jian entfernt, deswegen lasse ich's. Haltet sie auf, bis die Verstärkung kommt. Ihr seid so weit vorn, passt auf! Hallo? Läuft doch bei mir! Ist jetzt alle kaputt gemacht im Alleingang. Gut, dass Lidin jetzt besiegt ist, so wie der da schon aufgeräumt hat. Ist ja nicht mehr normal. So, Lidins Truppmoral steigt. Ist alles egal, denn er ist ja jetzt besiegt. Hier haben wir noch Cao Hong. Er ist fast alleine. Ist nicht so eine Pussy. Lässt sich nur von seinen typischen Leibwächtern beschützen. Aber ist ja auch nur ein kleiner Unteroffizier. Das muss man natürlich auch dazu sagen. So, jetzt bist du ganz alleine, ne? Nee, da hinten steht er noch. Auf
Von dem. Oh, ich wollte schon ganz sagen, von dem lassen wir dich abschrecken und dann macht er mich jetzt hier so, ist voll kaputt. Lächerlich. Aber jetzt ist er alleine. Das sollte echt easy sein. Und frisst den hier. Ah, der trifft eh nie. Zum schlechter Move. Nein! Und tschüss, Mann! Geh baden! Ich habe einen Offizier besiegt. Gut. Du bist ein besserer General als ich. Ich gehe mal kurz zu Sun Jian. Ich glaube, der braucht ein bisschen. Armbrustschütze, Bogenschützen. Krieg ich doch Augenkrebs, wenn ich die nur sehe, ey. Von Sauxiu. Wir können auch mal ein bisschen Leben droppen. Also ich bin hier gleich nicht Geschichte, wenn das so weitergeht. Ja, Pfeile, Pfeile habe ich schon genug. Brauche ich nicht. Will ich nicht. So ein Jian, mein Freund. Ist aber safe. Ja. Okay. Gut. So müsste das passen. Haltet durch, bis die Verstärkung da ist. Ja, du kriegst auch keine Verstärkung von mir. Pech gehabt. Eugene, ey, wie er da im Alleingang durchmarschiert. Echt krass. Ich meine, es läuft so gut für uns. Verbündete müssen heftig gute Moral haben, aber er marschiert da trotzdem allein durch. Richtig heftig. Auch hier bekomme ich kein Leben. Richtig ärgerlich. Lusu haben wir hier. Aber ich denke, der kommt ganz gut klar. Dann wäre hier schon Zau Zau. Hat Zau Zau noch Unteroffiziere? Ja, Xun Yo. Boah, habt ihr die Moral gesehen? Oh, schrecklich. Schrecklich viel, Mann. Sehr gefährlich, was sie hier machen. Weil ich eben mal fast tot bin und Zau Zau uns mit einer Kombo wahrscheinlich töten würde. Dir den Pfad zur Geisterwelt. Ich suche das weiter. Oder ich sterbe. Nee, noch nicht. Okay, er flieht. Er flieht doch nicht. Ah! So, wenn ich jetzt gekommen habe, dann suche ich wirklich das Weite. Weil das ist zu krass. So. Tschüss. Noch wichtige Termine. Da war ich zu mutig. Trau mir immer zu viel zu in diesem Spiel. Oh, Wachführer. Bei dem besiegen, dann sollten wir wieder volles Leben haben. Ist eigentlich immer so. Yes. Nicht volles, aber immerhin. Kann ich mit leben. Ja, Eugene hat das Tor gesichert. Solange er nicht zu Sun Jian kommt, ist alles gut. Das hat zwar auch noch so viel Moral, ne? Yeah. Aber sollten wir hinkriegen mit den Leben, was wir jetzt haben. Das ist nicht wenig. Er meint mich jetzt hier schon wieder zu kommen, Mohn. Ich halte noch einen Musu ab. Hab ich kein Problem mit. Und drauf steht. Meine Schiffe brennen schon und durch Musu kriegt er noch mehr Flammen in der Fresse. Aber er steht scheinbar auf diese Hitze. Ah, oh, jetzt heilt er sich wieder komplett. So nervig. Aber ich kann auch nicht richtig kommen, Mohn. Es sind einfach viel zu viele Normalos noch hier. Und vor allem diese nervigen, aggressiven Wachen von ihm. Die schalte ich jetzt erstmal aus. Oh, schon wieder. Hör doch mal auf. Lernst du nicht aus deinen Fehlern? Das noch muss nie ab. Shit. Mal kurz hier rüberjumpen. Wieder volles Leben. Zumindest fast. Ah. Du oder ich? Die Schiffe sind bereits vernichtet. Jetzt folgst du, mein Freund. Und take that. Ich werde im Kampf sterben. Ah, ich komme da nicht so durch. Ich muss ihn angreifen lassen. Ach du Scheiße. Die Nerven. Du bist ein standhafter Held. So, jetzt bin ich durchgekommen. Und friss. Und stirb. Naja, reicht noch nicht. Aber jetzt. Yes. Und tschüss.
Glaub nicht, dass dies zu Ende ist. Ich komme wieder. Sweet Victory. Ah, echt ganz schön knackig. Vor allem, wie viel Yuji da am Ende noch kaputt gemacht hat, ey. Unfassbar. Warum sollte ich da einen anderen nehmen? Guckt euch mal das hier an, wie viel Boden man da kriegt. Ganz ehrlich, sag ich nein. Geschwindigkeit muss ich mal, ne, dann nehme ich die Geschwindigkeit. Welche Schlacht erwartet uns im nächsten Part? Es ist wieder mal das Farnschloss. Ja, warum nicht? Diesmal auf jeden Fall auf der Gegenseite. Gegen Guan Yu. Auch das wird bestimmt richtig nice werden. Freunde, Daumen hoch, falls euch das hier gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao. Und danke fürs Anschauen. Macht's gut und haut rein.